Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Wir alle haben Gott in unserem Herzen empfangen. Durch die Taufe, durch die Firmung sind wir berufen, aus der Kraft des Heiligen Geistes für Gott einzutreten, für ihn zu gehen und Menschen auf dem Weg ihres Glaubens und ihres Suchens zu begleiten. Im Epheserbrief heißt es: Jesus kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Durch ihn haben wir in dem einen Geist Zugang zum Vater. Paulus sagt, dass wir Türöffner sein dürfen. Wir, die wir Zugang haben, durch die Taufe, durch die Firmung schon Zugang gefunden haben, zu Türöffnern werden können für andere Menschen. Dafür müssen wir bereit sein, uns dem Heiligen Geist Gottes immer wieder zu öffnen und immer wieder die zufallende Tür mit unserem Fuß aufhalten, neu aufzumachen, um Menschen hereinzuführen in die Freude, in die Liebe und in die Herrlichkeit Gottes. Was ist das für eine Berufung, die wir jeden Tag aufs Neue und immer intensiver leben dürfen? Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Guter Gott, so viele Türen fallen in unserem Leben zu, doch die Tür deiner Liebe ist weit geöffnet. Hilf uns, dass wir zu guten Türhütern werden können, um Menschen den Einlass, den Eingang durch diese Tür zu zeigen, die in das Reich deiner Liebe führt. Schenke uns eine ruhige Nacht und einen guten Schlaf, damit wir morgen mit neuer Kraft uns in diese Tür stellen können, die du selber bist, um Menschen den Weg zu dir zu zeigen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.